arbeiten kannst, indem du ja die Blöcke kleiner machst, könnte man zum Beispiel sich auch einen Spaß machen, man könnte Clearview nachbauen. Sowas halt. Ich meine, oder fällt mir einfach nur ein, weil ich mal ein Bild davon gesehen habe bei Minecraft. Sah richtig lustig aus irgendwie. Fehlten wirklich nur noch die Zombies dann, die da durch die Gegend rennen. Na, siehst schon, guck mal, da hinten ist der Tunnel. Hier links, rechts stehen Militärzelte. Das ganz vorne ist vom Militär abgegrenzt. Hier stehen halt alle die Fahrzeuge so ungefähr im Stau. Und jetzt fängt es hier an mit Zombies langsam. Und auf dem Testserver ist es so gewesen, du hast richtig, richtig viel gehabt. Wobei, so wenig sind das gar nicht, wie der Alex sagte. Ist oder Lu? Oh, der hält sich die Birne. Warte mal. Ja, die halten sich alle die Birne, aber die schreien nicht. Ja, das war. Pass auf, hinter dir, hinter dir, hinter dir, Ja, hinter der kommt zu mir. dir. Komm her. Ja, lass uns mal gucken in jedes Fahrzeug. Dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwo einen Rettungswagen oder ein höheres Fahrzeug haben. Ein Pickup Hier ist ist auf jeden Fall hier. schon mal Der was Trailer. drinne. Salbe kann ich mitnehmen. Ja, da ist das Problem auf verschiedenen Pickups. Hier ist eine Wasserflasche, wenn du die brauchst. Können sie drauf? Da müssen wir jetzt ausprobieren. Komm mal drauf. Mal gucken, ob der bleibt der in oder kommt der nach vorne? Ne, bleibt stehen. Sehr gut. Dann könnte man hier also schon mal ballern. Ja, wobei, warte mal, was haben wir denn? Ja, komm hier. Oder. Aber weiter vorne haben wir auch keine anderen Autos. Keine höheren Autos. Doch, irgendwo ist noch mal so ein höheres. Da hinten ist noch ein Pritschenfahrzeug. Ja, aber Trailer oder so, aber keine. Von hier Schreit hinten, von aber hier hinten, nicht. von hier hinten. Pass auf, hinter dir. Ja, komm her, du Pansen. Sprech mal ein auf deinen Pansen. Seid ihr alle blöd? Könnt ihr nicht rennen? Ich stehe doch hier. Ach, hier kommst du drauf, ey, du Affenkind. Hier, verreckt. Bäh, bäh, bäh. Geh mal näher Doppelflinte. ran. Kommen die eigentlich hier auf die Vans auch drauf? Von vorne wahrscheinlich drauf gelatscht, ne? Okay. Ich habe mich trotzdem auf den Fahrzeugen. Soweit es geht. Da Was ist haben wir noch was, hier? eine Flasche oder Salbe, so. Salbe. Mal in den Trailer reingucken, auch wenn ich nicht glaube, dass was drin ist. Hier auf dem Van könnte es sein, dass die nicht drauf können. Das sehe ich jetzt. Ich lasse die Alte mal ankommen. Wolfsschläger. Ne, die kommt hier nicht hoch. Oder? Ne. Klopf mal um. Tot. Haha. Du kommst nicht auf den Band drauf. So. Ja, Militärzelte könnten wir mal gucken. Hier ist noch so ein Pickup. Ja, Laster. Salzwaren. Hier ist ein M9 Helm. Da hinten liegt was in der Ecke. Goldschläger hier vorne einfach. Stacheldrahtbarrikade. Goldschläger. Was hier noch fehlt, ist ein Sensor. Fällt mir gerade so ein, weißt du? Hier Gemini. Money, money, $36. Ist ein Gemini drin? Da habe ich das. Hä? Hab ich aufgehoben? Ah, okay, hat gesteckt. Kommt einer bei dir? Hier im Bus ist nichts drinne. Hier ist nur eine Sind ja nur Pritsche. $23. Man wird nicht reich als Nagelpistole. Zombie-Jäger. Yeah. Kann der Nagelstreifen 22 übrig. Da muss ich irgendwas mal kurz weglegen. Nehmen wir mal die. Zack. Also es ist interessant, sich mal anzugucken, aber so hammermäßiges Zeug könnte man hier gerade nicht, ne? Ja, das ist für mich halt so zu Testzwecken. Wie gesagt, auf dem Testserver haben wir hier auch einiges an Waffen gefunden. Es könnte jetzt sein, dass wir zu einem beschissenen Zeitpunkt hier hinkommen. Ja, wir laufen jetzt einmal bis nach vorne und auf dem Rückweg haben wir dann hier die ganzen Panzerfäuste, Granatwerfer, Snipers. Hier sind zwei Zombies, die natürlich buggen. Scheiße. Ah, jetzt kommt es zu dir. Da vorne ist auch ein Erste-Hilfe-Wagen. Und ein Panzerfahrzeug. Da könnte Naja, ich vielleicht ein mehrere. bisschen. Was liegt hier? Eine Leuchtpistole und Hier im Auto drinnen. Aktivkohle. Hier auf dem Panzer liegt ein M9 Helm.
Salbe, das wäre was für dich. Oh, ich habe was für dich gefunden. Komm her, du Bitch. Da liegt eine Was habe ich Waffe, denn ne? gefunden? Haha, ich habe was gefunden. Was denn? Eine Masada. Ach ja, Soft ist. Was? Ach ja. Wenn das Schießpulver ist, das kann ich noch stacken. Hier ist nichts. Ich gehe mal hinter dem Zaun zu den Humvees. Oh, hier liegt auch noch. Einen neuen Helm und Nägel. Nägel kann ich stacken. Oder Helm. Okay, also die Chance, dass Waffen droppen, sind ja doch gegeben. Ja, wie gesagt, Die Chance ist normalerweise nicht hoch. schon hier. Nee, hier ist aber Geht auch doch immer nichts in dem drin. kleinen War ich schon, Kartoffelhäuschen. da war ich schon. Da war ich schon. Okay, ist nur ein Helm. Ne, ich habe hier vorne was liegen sehen, aber ist nur ein Helm. Ja, jetzt erzählst du noch mal 2 Minuten die Nee, Geschichte da vom kleinen war, Häschen und wie dann. gesagt, da war hier eine Menge von Waffen. Also es könnte sein, wie gesagt, du siehst ja hier auch Helme und Ja, Militärfahrzeuge, deswegen sage ich ja. Medikamente. Du erzählst jetzt noch 2 Minuten, dann kommen wir voll in den Respawn rein und kriegen dann ordentliche Sachen. Na, glaube ich nicht. Dann kann ich Dafür nämlich ist mein weiter meinen Inventar auch Tierpatch. ein bisschen voll hier. Jetzt mal hier vorne in den Trailer gehen. Hier, warte mal hier. Ein irgendwas da reingestecktes Cricketschläger. Irgendwas da Schutzhelm. reinsteckt. Ja, das sah von oben, keine Ahnung, wie so ein Schokoriegel aus, aber in Wirklichkeit ist was ganz anderes. Golfschläger? Ein Golfschläger, ja. Cricketschläger, Entschuldigung. Sag ein Golfschläger, der aussieht wie ein Schokoriegel. Okay. Ja, weil oben nur dieser Kopf davon rausguckte, deswegen. Feuerwehrhelm, Schutzhelm. Ja, Helme halt, ne? Das ist der Helmpatch. Das sind meine Sachen, die habe ich eben hier gedroppt. Und das ist dein Zombie. Friss Scheiße, Junge. Warte mal, da deine Troller. Und das ist auch eine Troller. Ja, brauchst nicht anspringen hier, kriegst auch so auf die Fresse. Aber das ist das, was ich meine. Das wäre so die Alternative zum Tunnel, sage ich mal, weißt du? Und zwar nicht so viele Zombies zum Ja. EP-Farmen, aber... Ja, wie gesagt, also irgendwie System, wenn Clearview würde ich wahrscheinlich dann gucken. Halt um. Da müsste man halt einfach nur irgendwie gucken, dass man irgendwo drauf kommt, dass man in dieser Zone ist, dass die Pfeifen dann nicht mehr kommen. Nee, das. Ja, das Problem Aber ist in dem Haus, ich gehe davon aus, dass das so eine Art Quest sein soll. So eine Herausforderung von den Entwicklern, deswegen nennen sie es auch Tower of Doom, keine Ahnung. Aber das würde ich gerne mal ausprobieren. Immer zu mehreren mal da reingehen, da müsst ihr wirklich die Leute alle schnappen. Ein bisschen Zeit und probieren das einfach mal aus. Ups. Ich glaube, aus Langeweile oder so mache ich mir auch mal den Spaß. Wie gesagt, Panzersperren hin oder sowas. Oder drauf hüpfen kann, Sandsäcke. Und dann oben einfach irgendwo auf den Bus drauf oder so. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das klappt. Muss man halt nur gucken, dass man da mit dem anderen reinkommt. Oder halt zumindest eine Automatikwaffe hat oder sowas. Ja, musst du aber schnellstmöglich zusehen, dass du die Barrikade da unten wegklopfst, weil so wie du hochgekommen bist, werden sie wahrscheinlich auch hochkommen. So eine Art Treppe hast du dann gebaut. Ja, schon. Wie gesagt, müsste man halt gucken, wie man das irgendwie hinkriegt. Vielleicht ist auch. Ich meine, es ist bei dem Bus noch ein Sicherungskasten daneben. Vielleicht kann man vom Bus rüberhüpfen. Also ich habe Clearview ja jetzt gerade nicht wirklich in Ruhe betrachten können. Oder da ist zum Beispiel noch der. Wie heißt das Arschloch-Ding da?
dieser, ja nicht Müllcontainer, aber und dieser Container, diese schweren weißen Container, die großen, wo du drinnen hocken kannst. Nicht diese Müllcontainer, sondern schon mal größer. Schaut ein bisschen aus wie hinten auf dem Lastwagen, die Teile. Guckst halt einfach, dass du da irgendwo einen hinstellst, ein bisschen Anlauf nimmst, reinhüpfen. Wir können ja nur rein, wenn das Ding direkt Kontakt damit hat, ne? Naja, klar. Aber wenn du dann halt, was weiß ich, 10 Zentimeter, also in-game 10 Zentimeter hast oder so, da kann man ja ohne Probleme dann drüber hüpfen über so eine kleine Ecke, aber die kommen dann ja nicht rein. Dann sitzt du zwar da drinnen erstmal ein bisschen in der Falle, klackst du dich halt einfach mit, was weiß ich, 20 Schuss oder sowas da rein, 20 Magazinen oder so. Und wenn die immer wieder kommen, ist doch super. Kannst du richtig Punkte mitmachen. Zum Skillen auf jeden Fall. Oder mit der Nahkampfwaffe oder so. Ich weiß nicht, wenn du irgendwelche Container da rausschlagen kannst oder sowas. Und Scheiße wäre halt nur, wenn die sich irgendwie da reinborgen. Also, wie gesagt, ich war ja heute in ich sag, Castle, müsste man halt mit einem Zweitschau oder sowas mal gucken. Frosty Weil mit Pines einem bin gut ich mal da ausgerüsteten gewesen würde ich nicht gern heute. rein. Da bin ich in diese Holzhütte gewesen, hab einen Zombie oben auf dem Balkon gelockt, auf diese Terrasse. Bin da runtergesprungen auf so einen Sandsack. Ja, das habe ich gehört. Da könnte ich kotzen, da kommt er mir hinterher gesprungen, ja. Ach. Das ist wahrscheinlich den einzigsten Skydiving-Zombie auf der ganzen Map da erwischt. Ah, den ganzen Weg darunter latschen, ey. Das ist so grausam hier. Ja. So ein bisschen eintönig mit den Straßen. Wie viel haben wir denn? Und da unten noch ein bisschen. 21:25. Ja, aber hier an der Straße kann man auch wieder ohne Probleme so sehen. Das ist eigentlich schön. Ist hinten wieder ein Steinhaufen dahinter? Ja, sah von Weitem aus wie eine Hütte. Hier vorne rechts kommt da jetzt erst wieder was, ne? Naja, das ist wieder diese komische kleine Farm-Gedönse da. Keine Ahnung, nochmal reingucken. Nochmal? Ja, Ja, mir würde mich egal, schon. keine Ahnung. Kann ja durchaus sein, dass da jetzt wieder respawn ist. Ja, machen wir mal. Was sagt's denn was ja nicht? Was liegt da rum? 6, 7 Zombies. Aber da bin ich gerade echt im Überlegen, ob ich mir das mal antue. Mal testweise mich wirklich da mal in diesen Container da reinschmeiße. Dann kann ja auch durchaus sein, dass dadurch, dass du ja keinen wirklichen Angriffskontakt hast, dich nicht irgendwo auf dem Boden rumrennst oder so, dass die gar nicht spawnen. Das könnte sein, ja. Weil die spawnen ja zum Beispiel auch nicht, wenn du drüben auf dem Feuerwehrwagen bist oder wenn du auf der einen Seite der Straße bist. Erst in War einem ja auch bestimmten so. Radius, das ist klar. So ein Seil habe ich hier drin, das kann ich stacken. Immer noch ein Stemmeisen. Jetzt kommt irgendwo ein Zombie. Bist du für ein Affe? Oder Komm her. deiner? Meiner. Deiner. Der Schmerzmittel hatte ich einmal hier hinten. Arschloch-Zombie hier vorne. Mosin-Nagant. Hast du einen Platz frei? Nee. Oh, ich habe noch einen. Keine Ahnung, was ich da drin hatte. Kann ich aber den Clip relativ gut gebrauchen von dem Ding. Denn ich habe mir überlegt, ich werde das Mosin-Nagant als Jagdgewehr dann nehmen. Träger Schutzhelm. Limo-Dose und Instant Haferbrei in der Ecke. Nicht gerade der Knaller, aber. Gewehr und Painkillers. Würde mich interessieren, da oben, das ist so komisch gestaltet. Als wenn man da oben irgendwie aufs Dach käme, aber tut man nicht, ne? Das sind nicht wirklich Kisten. Was liegt da hinten noch? Nee, ist nichts. Das sind nicht wirklich Kisten, wo man irgendwie aufs Dach kommt. Naja. Laufen ja, ne? Ja. So, jetzt gleich dann links die Straße lang. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, und dann ist beim nächsten Mal das letzte Viertel dran. Wäre nur noch unten rechts. Da bin ich gespannt. Rechts? Ach so, Peak Station, Ranger Peak.
Ja, von Goblin Peak an, bis zur nächsten Safe Zone, genau, die Peak Station, Laundry Farm. Was denn? Warte mal, ich wollte mal was anderes gucken. Apples Pass. Ah, doch da. Ah, die haben auch die Querverbindung von Campus City zur Goblin Peak Station rausgehauen. Das ist jetzt eine andere, das ist so Umgehungsstraße. Wie sah es denn im Campus aus? Waren da auch so Schreizombies? Mal überlegen. Mir eigentlich.